Hallo ihr Lieben, ich freue mich wirklich, heute wieder mal zu Corona live zu berichten. Einfach weil die Zahlen so überzeugend sind und übrigens immer waren. Es ist mir auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Ich weiß, da wird man für abgestraft, dass ich das von Anfang an genauso vorausgesagt habe. Schon vor 6 Wochen, 8 Wochen, wie das anhob, wie ich dieses Buch Schutz vor Infektionen geschrieben habe, was er jetzt wirklich nicht braucht in der akuten Situation. Gerade ein Interview gehört mit dem Professor Dr. Homburg, der schon Kanzler beraten hat in anderen Zeiten. Wenn wir die Zahlen anschauen, auf die immer wieder so abgehoben wird, selbst die vom Robert-Koch-Institut, widerlegen Frau Merkel komplett. Wir waren mit den Zahlen schon längst bevor der Shutdown begonnen hat, in einem sicheren Bereich. Das ist jetzt schwarz auf weiß. Diese Corona-Covid-Grippewelle wird eine der harmloseren sein im Rückblick. Wir können es jetzt schon sehen mit den offiziellen Zahlen von Euromomo. Es ist immer so eine ungeschickte Sache, rückwirkend Recht behalten zu haben. Das ist das, was zum Beispiel nach meinen Erfahrungen, und ich war ja über 40 Jahre auch Deutscher, uns so übel genommen wird, diese Besserwisserei. Und das Schlimmste an der Besserwisserei mit den Deutschen ist, dass sie es meistens wirklich besser wissen. Wer im Ausland rumgereist ist, kennt das oft. Ja, also ich habe ja nur Medizin studiert, ein bisschen Psychologie, Theologie ein bisschen. Aber ich brauche ja bloß an einer Baustelle in Indien oder Bali vorbeizugehen und dann habe ich das Gefühl, denen könnte ich aber helfen bei der Elektrik oder bei der Schreinerei. Wehe, du tust es dann und es funktioniert auch besser, kommt nicht gut an. Also ist einfach so die Situation jetzt. Es fällt jetzt sicher schwer. Schaut euch dieses Interview bitte an mit dem Dr. Homburg. Ich habe es gerade auch gepostet. Also es wäre jetzt eigentlich mal Zeit, sich vor allen Dingen bei dem Dr. Wodak zu entschuldigen. Der hat genau wie er die Schweinegrippe richtig vorausgesagt hat, jetzt wieder total recht und auf der ganzen Linie. Es wäre hohe Zeit, sich bei dem Professor Bhakti zu entschuldigen. Bei Honkatz und Scheller und wie sie alle heißen. Und es wäre aus meiner Sicht auch mal höchste Zeit, Konsequenzen zu ziehen aus dem, was wir jetzt gerade wieder erlebt haben. Und das ist wirklich doch sehr beeindruckend für mein Gefühl. Man kann sich natürlich dann fragen, wie kommt es denn zu sowas? Da kann man sich wirklich Gedanken zu machen. Was wir von den kalten Fakten, Zahlen sagen können, ist, das ist der Höhepunkt, ist schon längst überschritten, das ist vorbei. Dass es vorbei ist, hat nichts mit dem Shutdown zu tun, da es schon vorher deutlich sichtbar war. Und wir könnten aufatmen, wir sollen aufatmen. Dass wir das jetzt noch weiter aufrechterhalten, das liegt an den eigenartigsten Dingen. Die Hardliner, sagt der Professor Homburg auch, kommen in den Umfragen total gut weg. Also Leute wollen heute mehrheitlich offensichtlich autoritäre Leute, die solche Gelegenheiten ausnutzen, wie den Söder in Bayern. Bitte, der Söder in Bayern, der hat ein Gesetz durchgebracht mit seiner CSU, das Beugehaft unbegrenzt erlaubt. Das ist eine totale Schande, nicht nur für Bayern, sondern für Deutschland und die EU. Da brauchen wir nicht auf Viktor Orban schauen in Ungarn, den Polen oder Erdogan. Der Erdogan von uns ist in Bayern tätig. Beugehaft, ohne Urteil, können die dich einsperren, solange sie wollen. Das ist ja eine Geschichte, die ist unglaublich. Aber das geht heute alles so durch. Du bist der starke Mann. Im Endeffekt könnten wir das jetzt verstehen. Und wir müssen das auch mehrheitlich verstehen. Damit es nicht nach diesen Vogel, Schweine, Fledermausgrippe, die Kängurugrippe, die Elefantengrippe und was noch alles gibt. Wir können, wenn wir zurückschauen, ja sehen, was da passiert ist. Ja, einfach um es mal zu verstehen. Hat nicht Frau Merkel erst gesagt, die Dauerkanzlerin in Deutschland, wir müssen die Verdopplungszahlen, wenn die über 10 Tagen sind, dann können wir den Shutdown vom Shutdown machen. Aber der Virus hat es von Anfang an nicht hergegeben, sozusagen.
Ruckzuck waren wir über 10, Österreich sogar 20, 27 dann. Und dann hat Frau Merkel sich gar nicht mehr erinnert, was sie gesagt hat, oder hat sie einfach vorsätzlich gelogen, ich weiß bei ihr ja nicht. Also man hat dann einfach aufgehört, die Süddeutsche brachte dann diese Verdopplungszahlen gar nicht mehr, brauchte man scheinbar gar nicht mehr. Es war damit keine Angst und Panik mehr zu machen. Zack, verschwunden. Dann zog sie das nächste Trumpf aus ihrem Ärmel. Shutdown, können wir darüber nachdenken, abzublasen, wenn die also die Weiterverbreitungszahl unter 1 sinkt. Bitte, diese Weiterverbreitungszahl war bereits vor Beginn des Shutdowns unter 1, blieb unter 1, ist jetzt bei 0,7. Der Professor Homburg zeigt es an der Kurve ganz deutlich. So, also es gibt natürlich wieder keinen Shutdown, vom Ende von diesem, der Homburg spricht vom Shutdown-Wahn. Was ist denn jetzt? Was hat sie denn jetzt rausgezaubert, Frau Merkel? Jetzt sagt sie, und jetzt werden wir langsam mal ehrlich, Normalität können wir erst wieder haben, wenn die Impfung da ist. Ah, okay. Und die Impfung dauert normalerweise, wenn man die Sicherheitsvorkehrung beachtet, 5 Jahre. Aber da gibt's ja schon Vorarbeiter. Der gute Freund Bill Gates von Frau Merkel, der hat schon in den Tagesthemen ja über 9 Minuten Werbezeit bekommen für seine Idee, alle gegen alles zu impfen. Also der hat ja schon gesagt, wir müssen ganz schnell die Impfung haben, eine RNA-Impfung. Ja, also eine ganz unerprobte Impfmethode, vor der Biologen wie Clemens Arvi zum Beispiel warnen. Und viele andere auch. Und aus meiner Sicht, bin kein Molekularbiologe, aber mit vollem Recht. Also diesbezüglich, Bill Gates will das schon in 18 Monaten durchziehen. Und es wird wahrscheinlich wieder so kommen, so wie sie die Schweinegrippe-Impfung durchgezogen haben, die dann abgebrochen werden musste, weil in den USA zu viele Schwerstnebenwirkungen entstanden, sondern auch Menschen gestorben seien daran. Also, das würde Bill Gates alles gar nicht groß schrecken, ehrlich gesagt. Der Robert Kennedy, Sohn des ehemaligen Justizministers Robert Kennedy, der erschossen wurde im Wahlkampf, und Neffe von John F. Kennedy, der hat mal gesammelt, was so anfällt bei den Impfkampagnen von Bill Gates in Afrika und Asien. Auch das habe ich gepostet. Das ist ganz, ganz entsetzlich. Also die haben mit Hilfe der WHO ein Institut, dem man nicht nur das Geld entziehen müsste aus meiner Sicht, sondern das richtig mal die Geschichte aufgearbeitet gehört. Dass solche Schreckensszenarien von denen nicht wieder frei erfunden werden. Ja, die sprachen ja von Zahlen, Horror. Also die WHO hat mitgespielt bei den Impfkampagnen von Bill Gates. Und da hat man doch heimlich Fertilitätsmittel eingeschmuggelt. Also vor allem bei jungen Mädchen, damit die sich nicht mehr fortpflanzen können. Weil Bill Gates sagt ganz offen, er will die Bevölkerungsexplosion mit Impfungen reduzieren. Das ist einfach Fakt, könnt ihr euch anhören. Das ist keine Spekulation. Und die Verschwörung ist, wenn, dann auf einer anderen Seite, ehrlich gesagt. Also diese Mädchen sind extrem geschädigt worden. Hunderte, Tausende sagen manche Berichte. Schaut euch das mal an bei dem Kennedy, was der so sagt. Und es sind so viele gestorben daran. Naja, aus der Logik von Bill Gates wahrscheinlich nur Inderin. In Afrika ist er genauso vorgegangen. Die Inder haben ihn rausgeworfen dort. Wie ist er denn reingekommen? Der kauft sich immer ein. Der spendet in einem unglaublichen Ausmaß, das hält er für Philanthropie, und kauft sich ein in die WHO, deren Sprache er ist. Der finanziert auch Professor Drostens Institut mit und so weiter. Also der hat eine Vision, alle gegen alles impfen mit RNA-Impfungen, die wirklich nicht getestet und nicht mal sicher sind. Und er ist ein guter Freund von Angela Merkel, das hat sie selbst so gesagt in einem gemeinsamen Auftritt, wo sie ihn anstrahlt, um nicht zu sagen anhimmelt. Zu seiner Agenda passt es weiterzumachen. Weil erst macht man den Menschen Angst, wenn sie dann Angst und Panik haben, macht man sie noch lustig in den Mainstream-Medien über ihre Panik- und Hamsterkäufe. Und dann sagt man ihnen, wir können nichts tun für euch, wir haben nichts.
Schon die Frage, wer ist denn das wir, ist doch auffällig. Wir, wenn Frau Merkel das sagt, ist offenbar sie, ihre beiden Ministranten, dieser unsägliche Gesundheits-, in Anführungszeichen, Minister Spahn, seinem Spahnsinn, und eben der drastische Drosten. Wir, ist dann noch die Pharmaindustrie, weil die haben noch nichts. Und die Schulmedizin, soweit sie halt völlig pharmahörig ist. Also diese Leute haben jetzt nichts zu bieten. Mir als homöopathisch denkendem und komplementärmedizinisch arbeitenden, naturheilkundliche Mittel einsetzenden Arzt über mehr als 40 Jahre, fällt sofort auf, wir haben so viel zu bieten. Wir können so viel machen mit diesen Methoden. Da gab es immer eine Menge Hoffnung. Also da will ich auch zum Schluss nochmal drauf kommen, auf diese Möglichkeiten. Denn wir könnten jetzt wirklich, nachdem das abzublasen ist, also von allen, die ihre Tassen im Schrank haben, mit Zahlen umgehen können, müssten jetzt Impulse kommen, das abzusagen. Das ist durch. Und es hat sich so rausgestellt, wie viele, die ihrem ärztlichen Ethos gefolgt sind, auch gesagt haben. Dann sind ja immer mehr geworden. Ich danke auch jemandem wie dem Professor Homburg, dass der sich zu Worte meldet in so einer Situation. Und das mal auf den Punkt bringt, sodass es jeder leicht verstehen kann, obwohl es mit so viel Zahlen und Statistik zu tun hat. Also wir haben eine Situation, warum geschieht das? Fragt dann auch die Interviewerin. Ja, man kann da nur spekulieren. Was wir wissen ist, Bill Gates hat diese Agenda. Der will alle gegen alles impfen, mit auch so noch unsicheren Impfstoffen. Drosten pflichtet ihm bei, hat er auch öffentlich gesagt. Wir sollen das nicht mehr so viel testen, die Impfstoffe, die müssen jetzt schnell durchkommen. Und die Schäden daraus, da gab es ja viele bei der Schweinegrippe, muss natürlich die Allgemeinheit tragen, also der Steuerzahler, die Regierungen und nicht etwa die Pharmaindustrie und die Impfindustrie. Die ist ganz arm dran, deswegen schützen die die auch so. Wir haben, also die sind schon so ärmlich dran und ich meine, die Schweinegrippe, das war ja ein Reibach, aber ist ja schon ein bisschen her. Die haben ja gleich mal 2 Milliarden US-Dollar gefordert, um überhaupt mal anzufangen mit der Impfindung. Naja, da wird der Bill, heißt ja schon Rechnung, die Rechnung wohl begleichen. Der finanziert ja in allen Bereichen, bis zu Zeitschriften, die dann auch auf Linie gebracht werden. Also da wäre doch schon ein ziemlicher Verdacht. Was kein Verdacht ist, dass so viele durch Bill Gates Impfkampagnen geschädigt, schwerst geschädigt, verkrüppelt und umgekommen sind. So was würde man, wenn das nicht der reichste Mann der Welt wäre, vor Gericht stellen. Und das ist, da es ja vorsätzlich passiert, er will ja alle impfen. Und da ja da vorsätzlich, ohne dass man es zugibt, fertilitätsstörende Mittel eingeschmuggelt worden sind. Die WHO hat es übrigens zugegeben. Da gehört der ganze Laden vor Gericht geschlossen und was wirklich Verlässliches neu angefangen aus meiner Sicht. Das wäre doch jetzt die Zeit, sowas aufzuarbeiten. Wie kann das sein? Wenn der nicht der reichste Mann der Welt wäre, wäre der angeklagt, er ist in Indien auch angeklagt, und dann würde man dort von Serienmord, vorsätzlich ist Mord, von Serienmord sprechen. Also es ist wirklich Zeit, aufzuwachen. Ich habe gar keine andere Erklärung für das, was da läuft. Diese Zahlenspiele von Frau Merkel sind, wenn man es nett formuliert, bestenfalls lächerlich. Natürlich kann das alles wieder losgehen. Bitte, es kann auch morgen ein Raumschiff auf die Erde stürzen, wird aus der Bahn geworfen und alles ist schrecklich. Oder ein Komet. Also man kann natürlich immer, wer sucht, der findet. Aber so blöd ist irgendwie an der Spitze einer Regierung schon irgendwie, ja, jetzt auch sagen, drastisch dramatisch. Ist auch schwer, da jetzt rauszukommen und zuzugeben. Der Shutdown hat überhaupt nichts gebracht, aber ganz viel Kollateralschäden. Ich habe das gepostet, auch schon vor längerer Zeit auf Facebook. Ihr könnt euch ja vielleicht auch das nochmal anhören. Da haben über 900.000 draufgeklickt, vor langer Zeit, wie ich das mal vorausgesagt habe, so. Es geht mir nicht darum, Recht zu haben. Es geht mir darum, dass wir jetzt was draus lernen. Ja, das RKI, obwohl es die Zahlen liefert, die jetzt Frau Merkel komplett widerlegen, das RKI hat sich und den Namen von Robert Koch wirklich mit Schande bekleckert. Die WHO ist nachweislich abhängig von Sponsoren wie Bill Gates. Wie viel seine Frau Melinda damit Verantwortung trägt, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Wir müssten da aufwachen.
Ja, das hat nichts Schädliches, nichts Schändliches. Vom Buddha sagt man, er sei der Erwachte. Das wäre jetzt wirklich eine Zeit zu erwachen. Wir haben wieder eine Grippewelle wie jedes Frühjahr überstanden. Und im Rückblick, Professor Homburg zeigt es ganz deutlich, war es nicht mal eine besonders schlimme. Und natürlich für jeden Menschen, der stirbt, ist es, und vor allem für seine Angehörigen, grässlich. Und es sind viele gestorben, die wären ohne die Panik und Angstmache gar nicht gestorben. Das ist mal sicher. Also wir müssen da schnell raus. Die Wirtschaft ist ja nicht mein Thema. Aber auch das fordert Menschenleben. Denkt mal an den Schwarzen Freitag, 29. Wie viele Menschen haben sich aus Verzweiflung umgebracht? Sind in Depressionen gefallen, nur wegen Wirtschaft. Wir könnten so viel lernen. Wir könnten sehen, es geht. Wir können die Umwelt total in Ordnung bringen. Wenn da genug Angst geschürt wird von den Entsprechenden, dann geht sowas. Naja, also ich denke, wir müssten da aufräumen. Und vielleicht wäre jemand wie Wodak mal als Gesundheitsminister geeignet. Der würde uns unglaublich viel erspart haben. Der war ja mal in der Politik. Herr Spahn ist ja Lobbyist nachweislich, vorher schon gewesen. Alles, was er tut, ist Lobbyarbeit für die Pharmaindustrie. Der will in eine so aufkeimende Pandemie, wie es ja heißt, will er noch gegen Pneumokokken impfen. Also das ist bestenfalls Unwissenheit bis zur Dummheit. Wir müssten aus meiner Sicht Konsequenzen ziehen, sonst gibt's die Känguru-Grippe. Weil das zahlt sich ja immer aus. Mein Bill Gates ist der reichste Mensch der Welt und bleibt immer so reich, obwohl er mit vollen Händen Milliarden spendet für seine Firmen und die Organisation, wo er Einfluss nehmen will. Und das klappt ja super. Da könnte einem was auffallen. Der verdient daran auch richtig. Und offensichtlich hat er eben diese Vision, wo immer sie herkommt. Also man könnte auch von einem Wahn sprechen dabei. Und die ganze Welt diesem Wahn zu unterwerfen, das haben wir jetzt hinter uns. Diesen Irrsinn müssen wir nicht wiederholen. Vielleicht könnte man diese öffentlich-unrechtlichen Medien, die wirklich mitgemacht haben bei dieser Panikverbreitung, auch mal überarbeiten. Wenn wir die schon zahlen alle, dann müssten die wirklich rechtlich funktionieren. Also vielleicht mal den Typ, der bei Frontal 21 ja doch eine mutige, ehrliche Sendung auch mit dem Wodak gemacht hat. Der wäre doch vielleicht mal als Chefredakteur ganz angemessen und dafür diese Erfüllungsgehilfen, dieses, ja, wie soll ich sagen, dieser Inszenierung zurückstufen. Weit zurück aus meiner Sicht. Das wäre auch gut für deren Seelen. Muss doch grässlich sein, wenn so viele Journalisten komplett ihr Berufsethos in die Tonne hauen und diese Schmierenkomödie mit inszenieren. Er muss doch grässlich sein, auch für Kollegen, die das mitspielen. Insofern tut mir jemand wie Drosten auch wirklich leid. Das zweite Mal schon, der war bei der Schweinegrippe auch schon mit von der Partie. Und auch auf dieser extrem übertreibenden Seite ist eben wieder alles falsch. Gott sei Dank, muss man sagen. Also da gehört immer einfach Luft rein. So diese Frühlingsluft, diese Frische, die ja auch diese Grippewelle beendet hat. Den Beweis haben wir jetzt. Der Shutdown war es nicht, der war nur schädlich. Auf der seelischen Ebene mit dieser Angst, die ja wirklich schreckliche Auswirkungen hat, mit der Isolation, den weggesperrten alten Menschen, schrecklich. Die sind auf Schutz angewiesen in so einer Situation. Denn harmlos war das ja nicht ganz, dieses Corona-Covid-19. Es war so ähnlich gefährlich wie die normale Grippewelle und die ist ja gefährlich. Ja, denken wir, vor 2 Jahren sind über 25.000 Deutsche daran gestorben. Also harmlos ist es nicht, aber richtig gefährlich wurde es durch das Shutdown, durch diese unsägliche Panik- und Angstmacherpolitik, für die es für mich keinen erklärlichen Grund gibt, außer wenn ich denke, okay, Bill Gates, guter Freund von Frau Merkel und dessen Traum, Vision, Wahn, ist das nun mal? Alle impfen gegen alles? Aufwachen. Und das ist ja eigentlich was Schönes. Ich meditiere über 40 Jahre in der Hoffnung zu erwachen, wie der Erwachte. Und auch mal Fehler einzugestehen.
Bei Fehlern fehlt einem was. Da kann man dieses Fehlende integrieren. Und auch alle die, die dran geglaubt haben, einfach merken, es ist eine Enttäuschung jetzt, natürlich. Aber eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Aufwachen. Das wäre jetzt angesagt. Und für die Zukunft Weichen stellen. Und da möchte ich nochmal auf Gedanken, die ich schon an einzelnen Stellen ja auch geäußert habe, zurückkommen. Wir könnten nicht nur jetzt aussteigen aus diesem Shutdown-Wahn, um den Professor Homburg nochmal zu zitieren, sondern wir könnten aufsteigen aus diesen ganzen Grippewellen. Erinnern wir uns zurück, 100 Jahre, dieser dänische Dr. Michael Hinhede, der hat, wie Dänemark blockiert war und eine furchtbare Hungersnot zu erwarten war, den Regierungschef, zwar ein bisschen hellerer Typ, überzeugen können, das Land von Tierzucht umzustellen auf pflanzliche Ernährung. Und die haben das gemacht und die Hungersnot ist ausgeblieben. Aber was noch viel beeindruckender war, Dänemark hat an der spanischen Grippe, die ungleich gefährlicher war als Corona, Covid-19, von allen Ebenen her, gar nicht teilgenommen. Die Dänen waren mit der pflanzlichen Ernährung davor geschützt. Natürlich sind die Spitzen jetzt da ziemlich, wie soll man sagen, weit weg davon. Auch in Österreich übrigens, ist ja ganz witzig. Der österreichische Gesundheitsminister, auch in Anführungszeichen, das hat einfach mit Gesundheit nichts zu tun, was da verbraten wird. Der hat ja genauso wie Frau Merkel die Messlatte immer höher gelegt. Der wollte ja auch, wenn wir über 10 sind, mit der Verdopplungszahl wollte er heraus aus dem. Dann waren wir bei 27 und er hatte das komplett vergessen. Naja, man denkt dann, wenn man sowas hört, wie das in allen Ländern gleich läuft, außer in Schweden, die sind viel besser dran ohne Shutdown. So, wenn man das mitkriegt, dann denkt man ja doch, da liegt im Hintergrund was Gemeinsames. Ein Drehbuch, was so nicht verraten wird. Frau Merkel hat es jetzt verraten. Ja? Verdopplungszahl war vorgeschoben, die Ansteckungszahl war die 1 da, war vorgeschoben. Die Wirklichkeit ist, die will, dass ihr guter Freund Bill Gates die Impfung durchzieht. Die Frage ist nur, wollen wir das? Wollen wir zwangsweise geimpft werden? Chippen wir uns ja auch noch. Wollen wir das, dass man uns immer gleich ansehen kann und dass wir alle die diskriminieren, die nicht gechippt sind und nicht geimpft sind? Wollen wir das? So wie in Zypern durftest du nur noch raus aus dem Haus, wenn du mit einer App nachgefragt hast und dann kriegst du über die App die Erlaubnis. Super, dann können die alten Zyprioten, die kein Handy haben, gleich nicht mehr raus. Irrsinnige Dinge sind abgelaufen. Aber rückwirkend, wir können sie jetzt verstehen. Also zurück zu Hoffnungsmachenden. Der Hinhede hat ein ganzes Land von der gefährlichsten Grippewelle, die wir bisher je hatten, freigehalten. Mit diesem Hinweis. So, parallel zeitlich fast Dr. Bircher Benner in der Schweiz. Der hat zur Zeit der spanischen Grippe ein großes Krankenhaus mit über 150 Betten geleitet. Voll mit jungen Soldaten, die an spanischer Grippe erkrankt waren. Was wirklich extrem tödlich war. Es sind über 25 Millionen in der Welt gestorben daran. Aber in der Klinik von Bircher Benner, der mit Ordnungstherapie, Ernährungsrichtlinien und so weiter, wir erinnern sein Müsli, Bircher Müsli. Also Bircher Benner hat keinen verloren in seiner Klinik. Die haben mit den Methoden der Komplementärmedizin, mit den Methoden der Naturheilkunde das überlebt. In dieser Hinsicht, da liegen doch Riesenchancen. Auch wenn wir natürlich nicht so helle Köpfe an der Spitze haben, die jetzt auf sowas einsteigen. Wir Einzelnen können doch für uns das entscheiden. Ja, ich esse über 50 Jahre kein Fleisch mehr und nehme auch nicht mehr teil. Seit Jahrzehnten an Grippewellen. Also das empfehle ich doch auch jedem. Mach doch selbst diese Entscheidung. Und wenn wir dann sehr viele würden, dann werden wir sehen, Grippewelle können wir vergessen. Wird nicht mehr teilgenommen. Ein Minderheitenprogramm. Ich weiß das schon durch all die guten 40 Jahre, wo ich auch Praxis hatte. Also um mich rum, die pflanzlich vollwertigen Peacefood-Esser, die nehmen da nicht teil. Wenn jemand teilnimmt daran und Hilfe braucht, ist ein Mischköstler, der sich all das, was man mit dem Tierprotein sich reinzieht, reinzieht. Über 93% der gefährlichen Gifte, so Dinge wie Dioxin nach Schweizer Studie, kommen aus dem Tierprotein. Brauchen wir doch nicht. Also es sind so einfache Schritte.
Und umso mehr wir werden, umso besser ihr das lebt und als Beispiel da seid und es auch verbreitet, umso geringer werden die Chancen, dass wir schon bald eine Känguru- und eine Pferdegrippe oder was auch immer haben. Die Pharmaindustrie, die Impfindustrie dahinter mit dem Mastermind Bill Gates, die wird das weiterbringen, weiterzüchten. Aber wir haben doch Grips, Intelligenz. Also bitte einfach mal den Professor Homburg bei den Zahlen zuhören. Dann kannst du sehen, wie wir von Anfang an, grob gesagt, angeschmiert, angeschwindelt wurden. Die ganzen vorgeschobenen Zahlen, Theater. Sobald die positiv wurden, übrigens die Verdopplungszahlen, wurde sie auch eingestellt. Ja, hat die Süddeutsche die gar nicht mehr gebracht. Man brauchte die dann nicht mehr. Das war nicht hilfreich beim Panikverbreiten. Da geht's noch. Und wir hätten diese wunderbare Chance, persönlich, ihr alle, jeder, euch umzustellen nur mit Ernährung. Und dann kommen so viele schöne Sachen dazu. Da gibt's Versuche dazu, Studien. Dann steigt unsere Bewegungslust gleich mit. Ja, also kann man bei Tieren sehen, kann man bei Menschen sehen, wenn ihr pflanzlich vollwertig esst. Zur Zeit von Hinhede war pflanzlich automatisch vollwertig. Heute müssen wir diesen Schritt auch noch hinkriegen. Also wenn man das tut, steigt die Bewegungslust. Das würde uns so gut tun. Und was ich von Anfang an gesagt habe, unter dem massiven Spott, es ist der Frühling, der das geschafft hat. Und man sieht es an dieser Kurve, die der Professor Homburg zeigt. Ja, ein paar Tage vor dem Shutdown kommt die schon runter unter 1, die Zahl. Wenn Frau Merkel von 3 und 4 redet, war ganz am Anfang, ja. Aber der Shutdown, das haben sie ja, wenn man so will, dann auch verschlafen, um eine gewisse Zeit. Also tatsächlich gehen die Zahlen ja runter, überall, auch in den USA und New York sogar. In Schweden, sehr erfreuliches Ergebnis, ohne das ganze Theater. Ja, diese Inszenierung. Da gibt es so viele Hinweise für die Inszenierung. Ein Arzt aus den USA sagt da, er ist aufgefordert worden, auch wenn er keinen Test gemacht hat, trotzdem Corona auf den Totenschein zu schreiben. Der möchte das nicht. Okay, es sind so viele, die sich da auflehnen. Und ich danke all den Kollegen, die den Mut hatten, das zu tun. Ja, vom Weltärztepräsidenten oder Vize Montgomery bis zum Bundesärztepräsidenten in Deutschland, Gassen. Mutige Leute, wenn ich auch mit der Medizin gar nicht übereinstimmen muss. Aber das war mutig zu sagen, wir sind dagegen. Shutdown und so weiter. Bis zu so vielen Professoren, danke euch. Ja, muss man sich mal vorstellen, der Bhakti, der Rodat, warum tun die das? Die haben da keinerlei finanziellen Vorteil davon. Gar nichts. Die werden zerfetzt, niedergeschrieben. Das ZDF hat da den Höhepunkt geboten. Ein komplett unbekannter Inkompetenzling macht einen Faktencheck über den Bhakti. Vielleicht würde dieser unbegabte Mensch jetzt mal feststellen können, dass alles, was der Bhakti gesagt hat, einfach nur stimmt. Muss man ihm dafür jetzt böse sein? Nein, ein anständiger Mensch würde jetzt hinstellen und sagen, Entschuldigung, das hatte der nie verdient. Der hat sich aus Sorge um dieses Land, um das er sich so wissenschaftlich verdient gemacht hat, hingestellt und war mal anderer Meinung, nämlich einfach der Richtigen, wie sich jetzt zeigt. Also da wäre doch mal umzudenken. Und auch die jetzt den Mut hatten, wirklich an die richtigen Positionen zu bringen. Und die, die sich entlarvt haben, können doch weg von diesen Positionen. Also da wäre doch jetzt viel zu tun und zu gewinnen. Und jeder für sich kann auch entscheiden, will ich weiter mitmachen an Grippewelle oder erspare ich mir das jetzt, das Ganze? Wenn ihr das wollt, empfehle ich euch einfach Friedensessen, Peace Food, pflanzlich vollwertig. Komm in Frieden mit deinem Immunsystem und dein CRP-Wert, dein Entzündungsmarker geht nachweislich runter. Komm in Frieden mit den Hungernden in der Welt. 1 Milliarde hungert immer noch. Ganz wesentlich, weil wir die Kohlenhydrate dort wegkaufen, das ist nämlich deren Nahrung, als Futter für unsere Massentierzuchthäuser. Würden wir die Massentierzuchthäuser schließen, sparen wir uns 20 bis 30.000 Tote durch resistente Keime jedes Jahr. Da wäre so viel, was da positiv dazukommt. Allein seelisch, das Nachlassen der Angst, wenn du nicht mehr die Angst- und Panikhormone der Tiere mit isst, die ja da eine halbe Stunde anstehen im Schlachtgang vor der Tötungsbox. Du würdest so viel sensibler werden, fühliger, viel mehr Kontakt zu Mutter Natur bekommen.
und hoffentlich mehr Distanz zu Vater Staat. Was Vater Staat auf so vielen Ebenen jetzt geboten haben, mit so wenigen Ausnahmen, natürlich, die gibt's auch, die sollten wir uns anschauen. Schweden, so nah, so viel besser drauf. Singapur, dieser Stadtstaat, der ist natürlich gut organisiert. Aber auch Südkorea. Also gibt's so viele Hinweise. Taiwan. Dümmer als bei uns ging's nimmer. Aber wir müssen nicht wiederholen. Und wir könnten wirklich Nägel mit Köpfen machen. Also so einfache Dinge. Sich unabhängig machen von der nächsten Inszenierung. Für dich persönlich. Und für deine Familie. Und dann es wohl verbreiten. Das wäre wunderbar, an diesem Feld ansteckender Gesundheit mitzuarbeiten. Da würde ich euch drum bitten. Und seid denen nicht böse, die Recht hatten, sondern wir lernen daraus. Geht nicht um Rechthaberei. Also, wenn 69, ich will gar nichts mehr werden. Mich hat es irgendwie aus schon einem gemächlicheren Leben wieder rausgerissen. Und zwar wirklich aus Verantwortung, weil ich gesehen habe und aus Erfahrung weiß, was da läuft. Auf der medizinischen Ebene so durchschaubar. Von Anfang an. Was dahinter ist, ich würde auch solche Institutionen wie WHO, RKI wirklich massiv unter die Lupe nehmen. Das ist auch schon geschehen. Arte, die ja wirklich noch öffentlich-rechtlich arbeiten, haben da schon einiges zu geboten. Schaut euch einfach den Film nochmal an, die Profiteure der Angst. Der von Merkel und Kurz und wie sie heißen, inszenierten Angst. Ich glaube nicht, dass Leute, die Physik studiert haben, wie Frau Merkel, so blöd sein können, dass sie sich von einem einzigen, völlig virusfixierten Virologen, wo das ja auch kritisiert wird, so lange nach Louis Pasteur, der diesen Irrtum schon durchschaut hatte, so beeinflussen lässt und völlig den Verstand ausschaltet. Ich fürchte leider, da ist ein System dahinter. So, das kann man durchschauen. Das würde ich jetzt unbedingt raten. Aber noch wichtiger ist für dich selbst. Kannst du Schritte machen, dass du aussteigst? Es gibt so viele Beispiele dafür. Also, Pircher Benner, Hinhede sind so meine Stars unter den Ärzten, mutige Kollegen. Und ich wünsche dir auch einen Haufen Mut, ja wirklich jetzt zu sagen, okay, nochmal reingefallen, aber dreimal reicht. Aller schlechten Dinge sind drei und das geben wir uns nicht mehr. Und es wäre hilfreich, wenn wir das so tief verstehen, dass wir solche Institutionen umkrempeln, milde gesagt. In diesem Sinne, noch wichtiger, sich selbst ein Stück umzukrempeln, aufzuwachen und die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze verstehen. Ja, man muss ja gar nicht böse sein. Im Gegenteil, ihr habt da Mitgefühl mit dem Paniktrio, Frau Merkel und ihren beiden Ministranten. Muss grässlich sein, dann mal alt zu werden, aufs Ende zuzuleben und sich eingestehen zu müssen, was man angerichtet hat. Ja, also das ist ja auch... Frau Thatcher und Herr Reagan haben sich ins große Vergessen geflüchtet. Morbus Alzheimer. Das ist ja auch verständlich, wenn man auf solche politischen Daten zurückschauen muss. So viel, weil ich da ja ein Buch zugemacht habe, auch damit zu tun gehabt. Da ist auch oft mal einfach vergessen wollen. Ein Thema. Also es wäre doch so hilfreich, so zu leben, dass wir es anschauen können, dass wir dazu stehen können. Und auch zu Fehlern. Das ist die Chance, Fehlendes zu integrieren. Ich sag's nochmal. Und auch zu einer Enttäuschung. Okay, es müssen sich unheimlich viele in Frau Merkel getäuscht haben. Und ich auch in Herrn Kurz, muss ich ehrlicherweise sagen. Na, es ist halt eine Enttäuschung. Beendet diese Täuschung. Und fangen wir neu an. Wach mal auf. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ich würde euch bitten, das auch zu verbreiten, dass viele andere auch Mut fassen. Und dass wir nicht nur unsere persönliche Grippewellen absagen können, sondern kollektiv. Das brauchen wir doch nicht mehr. Es reicht. Eben, aller schlechten Dinge sind drei. Und wir haben jetzt viele gute Dinge und Möglichkeiten vor uns. In diesem Sinne, danke und bis bald, hoffentlich. Vielleicht, wenn es auf Facebook nicht mehr geht, da bin ich ja auch schon unter den Verdächtigen und Zensierten gelandet, dann über Telegram, da bin ich dabei, das hinzukriegen. Eben, 69, bin da nicht mehr der Hellste. Und werde mich da aber mit Hilfe der Jungen im Hintergrund schon reinfinden. In diesem Sinne, alles Gute und aufatmen. Mal richtig ausatmen.
kommt man besser in den entspannenden Teil des Parasympathikus in diesem Sinne.